Wir sind hier beim Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit 2019 am Stand von ZDB und MedHoch 2 und sprechen mit Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut Herr Dr. Christian Lüttke über die Neuauflage seines Buches Wenn die Seele brennt, das im MedHoch 2 Verlag erschienen ist. Herr Dr. Lüttke, zusammen mit Ihrer Frau haben Sie nach 10 Jahren eine Neuauflage von Wenn die Seele brennt geschrieben. Warum? Die Neuauflage war ganz sinnvoll, weil in den letzten 10 Jahren viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen wurden, was uns Menschen hilft, mit schwierigen Lebenssituationen umzugehen. Und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse haben wir jetzt in die Neuauflage mit einfließen lassen. Manche Dinge ändern sich nicht, sie sind eigentlich immer bei uns Menschen sehr ähnlich, aber es gibt eben auch aus fachlicher Sicht Neuerungen, gerade wenn es darum geht, was hilft einem Menschen, dann eben mit einer Krisensituation zurechtzukommen. Und was genau ist inhaltlich neu an der Neuauflage? Inhaltlich neu sind im Grunde genommen die Strategien, wie kann ich persönlich meine Perspektive wechseln. Denn an den Dingen, die wir erleben, können wir nichts ändern. Aber ich kann bestimmen, wie ich darüber denke, welche Perspektive ich einnehme. Und alleine dadurch, dass ich eine ganz andere Blickrichtung einnehme, werden viele Dinge dann schon einfacher und erträglicher. Das heißt also, es geht darum, letztendlich wieder die eigenen Kräfte zu nutzen, um die Krise zu bewältigen. Und inhaltlich, wie ist das Buch aufgebaut? Inhaltlich ist das Buch so aufgebaut, dass wir zunächst erstmal erklären, was aus unserer Sicht Gesundheit und Krankheit bedeutet. Die Leserinnen und Leser erfahren also, wie kann ich selber erkennen, wo etwas noch vollkommen normal ist, dass ich noch gesund bin und wo ist die Grenze, wo bestimmte Ereignisse, Erlebnisse Krankheitswert entwickeln, wenn ich zum Beispiel nicht mehr schlafen kann, wenn ich schreckhaft bin. In dem zweiten Teil beschreiben wir dann näher diese typischen Symptome, Verläufe und Reaktionen, die einschneidende Lebensereignisse bei uns haben können. Und in dem letzten Teil gehen wir dann darauf ein, was ich selber tun kann, um diese schwierige Lebenssituation zu bewältigen, beziehungsweise wie ich auch anderen Menschen, meinen eigenen Kindern oder Freunden helfen kann, diese schwere Zeit gut und unbeschadet zu überstehen. Das heißt, wenn ich mich in der Krise befinde, eignet sich das Buch dann auch zum Selbststudium? Das Buch eignet sich auch und ganz besonders zum Selbststudium, denn es liefert im Grunde genommen die Strategien. Es ist jetzt keine Gebrauchsanweisung, wir geben keine Lösungen vor, wir kommen nicht mit erhobenem Zeigefinger, dass wir sagen, so und so muss man das machen. Aber die Leserinnen und Leser entwickeln sehr schnell eine Idee, wie sie ihre eigenen Kräfte nutzen können und diese schwierige Krise dann eben selber ohne fachliche Hilfe auch überstehen können. Können Sie noch mal in einem Satz auf den Punkt bringen, was genau die Kernbotschaft von Wenn die Seele brennt ist? Die Kernbotschaft des Buches ist, dass schwierige Zeiten und Krisen vollkommen normal sind, dass jeder Mensch diese Krisen erlebt, aber dass wir jede auch noch so schwierige Lebensphase aus eigener Kraft überstehen, bestehen können und dadurch sogar reifer und stärker werden können. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.